In November 1999, somewhere in South America, a woman named Anna got lost under strange circumstances. The facts are that she left her work heading home. Next, you will personify Anna to be able to rebuild what happened. Und damit herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei mir und Steve. Mein Name ist Steve. Da drüben ist nicht Anna, sondern Benny. Und wir spielen heute für euch Stay With Me, Alien Abduction Story. Wir gucken mal. Oh Gott. Also, ja. Also, was soll ich sagen? Der Name sagt ja eigentlich schon. Alien Abduction Story. Also, es wird sich um Außerirdische handeln. Und wir sind Anna und haben quasi immer, wenn irgendwas vorgefallen ist, was komisch ist, haben wir das auf Video aufgenommen. Okay. What Danke, Bianca. Das war Bianca mit einem Sound Alert und mein Schlüpfer. Bin ich hingefallen? Was ist passiert? Ich hab gerade Omi verstanden. Was ist los? Ich kann mich weder bewegen noch. Was ist los hier? Oh! Ist da was? Kommt da was? Ich sehe nichts. Also. Oh. Also, irgendwas war da und ist weg. Also mein Bildschirm ist mega dunkel eingestellt, aber irgendwas hat gesehen. Ist die Kamera jetzt einfach runter? Sind wir das? Was ist denn da links? Oh Gott, was ist das? Sind ja... Oh Gott, ich bin nicht, ich laufe. Aber wo soll ich denn hinlaufen? Ich sehe nichts. Kannst du die Kamera mitnehmen wieder? Also aufnehmen? Ach so, habe ich die Kamera fallen lassen? Oh, das wäre krass. Moment. Na, aber nee, eigentlich nicht. Oder? Okay. Kannst du dann einfach ins Dunkle gehen? Ich möchte nicht einfach ins Dunkle gehen. Ich finde mich nie wieder. Ich gehe einfach. Okay. Das war's. Ich bin weg. Ich sehe mich nicht mehr. Was ist denn das? Okay. Okay. Hätte ich jetzt... Ich weiß nicht. Sollte man... Ist das ein Fehler? Sollte man die Kamera fallen lassen können? Oder ist das jetzt einfach nur... Ja, ist der Fußsimulator irgendwie für Fußfetischisten. Hier haben wir den ägyptischen Fuß. Im Flipflop. Braun. Ja, irgendwas klappert ja hier auch wie Sau. Also irgendwas muss ich machen können. Ja, ist, ja. Aber was? Kannst du irgendwie Leertaste springen, Steuerung C, Enter, keine Ahnung. Nope. Ich lauf jetzt einfach irgendwo hin und guck mal, was passiert. What's going on? Open me! Sweetie, open me! Oh Gott, unser Kind! Das ist nicht irgendein Kind, was da schreit, das ist unser Kind! Klingt auch ein bisschen komisch, aber die Aussage. Aber wie können wir ihr denn jetzt helfen? Wir sehen ja nichts. Wir können nichts machen. Was? 19. November 1999. Eine Taschenlampe. Hey, hör auf. Hör jetzt! Oh nein, was ist denn das jetzt? Wieso? Was? Also jetzt. Erstens halt, es soll ja auch so Found Footage-mäßig sein, ne? Dreams of Heaven. Was? Also ich find's schon mal geil, die Atmo ist krass. Und das ist jetzt kein Standard. Scheiße, wir haben Paul angefangen. Wir haben Paul angefahren. Soll ich aussteigen? Ich kann nicht, ich möchte nicht aussteigen. Doch, du kannst aussteigen. Nein, Mann, hör doch mal auf, warum soll... Warum? Oh Gott! Ja, du bist jetzt weg. Also... Ich bin wieder eingestiegen.
Das ist die einzige logische Sache, die man. Du bist wirklich wieder eingestiegen, okay. Was? Also interessantes Kamerakonzept, muss ich sagen. Finde ich cool. Hat und so ein bisschen was von, ich sag jetzt mal so Resident Evil 1, so mit der Kampf. Hoho! Stay with me. What happened? Where am I? Ja, dann nehme ich mal meinen Rucksack. Kann ich nicht nehmen? Kannst du nicht nehmen. Kannst du jetzt das Auto fahren? Kannst du jetzt, guck mal. Oh, okay, wir haben einen Unfall gehabt und haben die Karre auf jeden Fall in die Baum gehalten. Please turn on. Please turn on. Okay, I guess I shall go outside. Okay, dann geh doch mal raus. Steig aus. It's a bad idea. Nee, ist easy. So. Aber nicht ohne meinen Rucksack. Habt ihr hier gerade eine Hand gesehen? Ja, wahrscheinlich beim Gurt. Nee, scheinbar wird der Rucksack nicht grafisch aufgenommen. Du hast ihn jetzt einfach. Oh no. Pinky nochmal. Oh no. Tatsächlich ist die Grafik so ein bisschen wie. Oh Gott. Hm, wie heißt das denn? Oh. Was wir immer zu Halloween spielen. Ja? Tell me? Ding, 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 ding. Warum fällt mir denn jetzt nur Suicide Squad ein? Nee, meine das Güte. Ist so überhaupt nicht. So, Chat, was haben wir immer zum Halloween-Special gespielt? Trommelwirbel. Jetzt machen wir eine kleine Leistungskontrolle. Ja, plop. Ja. Wie hieß denn das? Häng hoch gerade. Ja, Fear to Fatum. Fear to Fatum, richtig. Jetzt habe ich es wieder, meine Güte, das war genau. Auch. Das hat ein bisschen gedauert gerade im Kopf. Ja. So, und das Spiel erinnert mich hart an Fear to Fatum. Plap! Oh. So, eine Leiter, die nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir kennen ja aus dem vorigen Spiel, Leitern sind gut, Leitern sind unsere Freunde. Im Gegensatz zu diesem gruseligen, ekelhaften Scheißbuchten-Schuppen hier. I have to find another place to enter. Und wir spielen anscheinend eine kleine russische Austauschstudentin oder irgend sowas. I have another entrance to find. So, kann ich springen? Nee, kann nicht. Oh, warte mal, das kann ich mir angucken. Das war eine gute Kette. It's closed. Also wir sind doch jetzt keine erwachsene Frau, so wie sie spricht, oder? Das ist doch... Ach so, sie spricht das, was im Untertitel angezeigt wird? Du hörst das nicht? Nein. Was ich habe die Ketten gehört, aber ich höre nicht das von ihr. Wie geht denn sowas? Ich frage mich das auch, aber müssen wir irgendwann mal fixen. Hä? Hello? So, jetzt pass auf, jetzt kommen jetzt hier gleich die Villager vorbei hier irgendwie. Und Leon. Oh Gott. Springt hier durchs Fenster. Ballern. Und dahinter so. Ist ein Ashley. Leon, help! Ja. Ashley, I'm coming for you. So, da, so bitte, da haben wir doch. Da seh's doch. Ja, da cool, ist er hier, ne? Ja. Wie, jetzt? Sie wird jetzt müde oder was? Ja. So, ihr Lieben, ihr könnt ja mal kurz überlegen, würdet ihr euch in der Situation, ihr habt gerade einen Autounfall gehabt, ihr seid jetzt mitten in den Wald gelaufen und ihr seid jetzt plötzlich ein bisschen sleepy. Würdet ihr euch jetzt hier in dieses Bett legen? Schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer von euch davon die Cojones hätte. Also kurz ins Bett legen, ja. Schlafen, nein. Ja, und da ist nämlich der Typ, der in die Hütte gehört und der möchte jetzt nämlich ein großes Löffelchen sein. Da ist doch die Scheiße wieder. Und er hat unter den Tisch den Schlüssel. Was? Was ist denn jetzt passiert? Also, wie?
Das hat aber auch so ein bisschen Blair Witch-Vibes. Ja, die Eulen sind nicht das, was sie scheinen, Benny. What was that? I better get out of here. Ja, das ist mal ein wirklich guter Vorschlag von dir. Stand up. Nein, Mann, ich möchte das nicht so spielen. Honey, where are you? Hello? Honey? Shit! Was ist denn das für eine Reaktion? Hang down. Okay, du kannst einfach auflegen. I swear. So, hier ging's doch raus, wa? Aber ich werde wahrscheinlich die Taschenlampe, die Kamera mitnehmen müssen. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil, also zumindest für uns. Oh, oh Gott. Das ist schon krass. So, und jetzt ist das Ding vernagelt worden. Ich freue mich, schön. Kann ich wenigstens aus der Tür raus. Oh, das ist auf jeden Fall Resident Evil. Schön, schön. Gefällt mir. Ist ja auch ein Kniefall vor diesem gigantisch großen Spiel. So, ist die Kette weg? Nope. Nee. It's closer. It's closer. Kann ich nochmal in die Hütte rein? Nee, kann ich nicht. Ah, die Maus ist wirklich sehr sensibel eingestellt. It's strange. The place is different. Nope, hier geht wieder. Oder? Warte mal, gucken wir hier noch, ob ich irgendwas finde. Place is different. The place is different. Dave! Greetings, my friend. Und Eis. Schön, dass du da bist. Eis, Eis, auch da. Na, kick mal einer an. Was ist denn das hier für ein seltener Gast? Schön, dass du da bist. Was, Indianer Jens? Indianer Jens? Was ist denn das für eine Scheiße? Hey! Und hiermit wisst ihr auch, dass man Leiter nie so an einen Baum stellt. Immer gesichert sein. Alter, warte, probier mir ganz kurz mal die Maus Sensitivity hoffentlich ein bisschen runter zu stellen, weil das ist ganz schön heftig. Ja. Besser. Ja. Ja. It's better. Ich frage mich aber gerade, wie kannst du da bitte eine Leiter sichern an einem Baum? Die Leiter muss gesichert sein. Das heißt irgendwie, du kannst sie nicht einfach so wie so ein Huflattich dagegen stellen. Also man sollte tatsächlich dafür sorgen, dass du A, einen ebenen Untergrund hast. Ne? Nicht, dass du die Leiter so hinstellst. Ja, klar? Okay. Ne? Ja. Und außerdem sollte immer eine Person unten stehen, die Leiter Dina, zusätzlich sichert. My car is gone. What will I do now? Okay. Demons. What else? Irgendwie. Scheiß drauf. Es sind Dämonen. Das Auto ist weg. Gott sei Dank. Das war eh eine Scheißkarre. So, ich kann mich jetzt auch nicht in die Büsche schlagen hier. Hello? Ich möchte die Leiter mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen. Sollte ich hier irgendwas oben? Nee? So, wenn jetzt hier irgendetwas aus dem Gebüsch rausspringt. Ja, dann. Da geht doch erstmal gleich in den Rückwärtsgang. Ist das ein Radio, was da jetzt steht? Ja, geh mal gucken. Ja, geh mal gucken, ne? Schön. Was ist denn das? Ein Radio. Oh Gott! Hab ich mich gerade kurz erschrocken. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bist du wieder in dem Haus? Wir sind wieder im Haus, würde ich jetzt sagen. Ja, das sieht so schön aus. Aber das Haus sieht anders aus. Hat er leer gemacht? Ist er netter gewesen, oder? Nee, draußen? Sind wir draußen? Me? Are you talking to me? War das jetzt ein Alert oder was? Nee, das war in-game. So einen coolen Alert haben wir nicht. Okay. Müssen wir uns mal rausziehen. Hallo? So, was ist. Ich laufe jetzt immer zu. Hey, was ist denn das? Fledermaus? Batman? Ach nö, war einfach so ein Dachspan, der da so kaputt rumpelt. You are my fire, the one. So, wenn jetzt Dead kommt, 5 Euro ins Phrasenschwein. Was? Ich hab's nicht verstanden.
Besetzt. Ja, wir sind noch gar nicht auf Klo. Gott, lecko. Oh, Jojo, ey. Schönen Dank für den Einstand hier. Schönen Dank auch. Oh Gott. Ah. Oh, das Blatt on the floor. So, können wir jetzt... Ich möchte raus. Wir können raus, ja. So. Nothing happens. It's alright. Nicht ist alright. Ey, du bist gerade entführt worden. Was in einer Butzbude auf irgendwie und einer flüstert dir. You are already irgendetwas. Nicht ist already. Alter, hör auf! So, warum geht denn die Kette nicht ab? Warum finden wir. Muss ich jetzt immer hier zwischen der Leiter und. Oh, guck mal, jetzt kann ich hier wieder durch. Na, vielleicht finden wir jetzt neues Werkzeug für die Kette. Oder einen Schlüssel, das würde ich super finden. So, was ist denn hier hinten im Kräutergarten? Ach, schön. Oh, eine Säge. Na bitte. Die nehmen wir mit. Okay. This could be useful later. Wieso later? Das ist sofort. Sofort usable. So. Oh, ich bin zu fett, komm nicht durch. Sie sind zu fett. Bitte gehen Sie außen rum. So, dann werden wir uns mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier so eine Saw-Säge irgendwie. So nach dem Motto: doch. Okay, alle klar. Durch Fleisch geht die gut, durch Eisen eher nie. Auf jeden Fall. Die läuft auch so ein bisschen sapsig irgendwie, wa? Oh, it's already schön hier. Mann, das ist aber finster hier, ey. Scheiden. Da ist doch. Aber immerhin hast du eine Taschenlampe, also wo du ein bisschen was siehst. Also, wer mir so eine Taschenlampe verkauft. Da würde ich aber zurückgehen. Da würde ich aber auch nie Geld wieder verlangen wollen. Also das ist doch wohl... Nicht. Oh. So, hier kommen wir anscheinend nicht durch. Ist arges Gehölz. Oh, hier lang laufen. Na klar. Wenn ihr nicht die dunkle, unheimliche Stimme im Wald sagt, irgendwie, don't be afraid. Na denn. Haben wir ja nichts zu befürchten. Oh, scheiße. Ich kann... Erinnert mich so ein bisschen so an Hotshots. Weißt du, wie plötzlich vor so einem kurzen Zaun stehen. So, den kann ich nicht. Hier können wir vorbei. Vorbei. Ist Sackgasse. Wir sind am Arsch. Oh. So, Dead End. Hier kommen wir nicht vorbei. Danke, danke. Danke mich bei meinen Eltern. Bei meinen Produzenten. So. Aber ja, es ist schon wirklich auch ein bisschen Blair Witch hier mit bei, ne? Ja, schon. Also, ist. Gerade wegen dieser Kameraoptik und diesem ganzen Grissel und ja, ist schon nicht schön. Ah, haben wir. Get out anymore. Wie, was ist denn mit der Säge passiert? Haben wir weggeschmissen. Ist so die Gesetzmäßigkeit von solchen Spielen, dass du halt einmal benutzt, Stemmeisen, egal was, weggeschmissen. Ach, kriegt man nicht auf? Kriegt man nicht auf? Ne, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch eine andere Säge finden. So, noch eine Säge. Wo genau? Also in dem naheliegenden Baumarkt. In dem man natürlich spucken wird. So, also, für die Leute, die gerade eingeschaltet haben, wir spielen gerade Stay With Me, Alien Abduction Story. Also, es ist eine Alien-Entführungsgeschichte. Und ich erwarte wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier mit einer Cartwrightschen Analsonde aufzuwachen. So, kann ich mich ducken? Nee. Natürlich nicht. Kann ich rüberspringen? Nein. Geht auch nicht. Oh, verdammt. So, Benni, was würdest du denn jetzt impulsiv machen, wenn du jetzt hier an der Stelle von Anna bist? Also ich würde erstens über den Zaun klettern. Der Ahir. Wer hat denn das geschrieben?
Also ein Außerirdischer nimmt dich doch nicht einen Zettel, schreibt der hier und legt ihn dahin. Oder ist das eventuell ein anderer Irrer, der uns hier verfolgt? Ja, möglich ist eine Menge. Den droppe ich jetzt. Drop, da geht's raus. Oh, komm ich jetzt hier rüber? Mann, oh. Aber was, wenn du jetzt nochmal Richtung Baumstamm läufst, da wo du nicht durchkommst. What? I'm coming, honey. I'm here. I'm here. Svetlana is coming for you. Hallo? Was war das? Also, ein Blatt. Ja. Das war ich, der in Waschbär-Scheiße trat. So, schnell weiter. Oh, no. Shit. Was ist passiert? Batterie leer oder was? Oh Gott. Na! Ah, Alex, Anhaltung, nix hast du! Anhaltung! Oh Gott! Ja, das war's. Stay with me. Alien Abduction Story. Es endete so, wie es enden musste. Wir wurden entführt und wir mit uns sind Experimente gemacht worden. This is not the best ending. Achso, man hätte jetzt. Achso, man kann ja auch multiple Enden freispielen. Man kann ja auch multiple Enden freispielen. Ich wüsste zwar nicht, wie man das jetzt anders hätte spielen sollen, aber.